Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu The Colonists. Wir werden noch ein bisschen Essen nachproduzieren in dieser Folge. Wir sind auf dem Weg Richtung Hafen. Ich hoffe, das langt bis hierhin noch. Wird schon hinhauen. Wir kriegen das hin. Wenn nicht, bauen wir uns hier hinten aus und bauen hier noch was hin. Da haben wir auch noch Möglichkeiten. Wir kriegen das hin. So, Fischerhütte. Da kann ich hinbauen. Wieso kann ich nur da hinbauen? Hier drüben nicht? Ah, da geht's auch. Aber da kann ich keinen Weg ransetzen. Warte mal, wenn wir das flippen. Geht das so? Das könnte gehen. Okay, warte mal. Zack, eins. Und wir machen erst Nummer eins. Müsste, ups, bin auf die Maus gekommen. So müsste das hinhauen. Dann machen wir hier mal einen kleinen Weg. So. Und dann müssen wir dadurch noch ein bisschen Fleisch produzieren. Wie viel Fleisch produzieren die eigentlich hier in dieser Hütte? Geht das da? Fischi? 1,3 pro Tag. Und so eine kleine Hütte braucht eins. Ein so ein Ding, das ist natürlich, ja. Mal gut, was willst du machen, wenn du keinen Platz hast, ne? Memo und mich in Zukunft die Hütten auf Dinge bauen, wo, ne, und so weiter. Ja, können wir eigentlich schon die Sachen setzen, den Hafen und so weiter? Aber. Ne, wir können wegen Construction wahrscheinlich nicht. So, Workshop completed. Jetzt können wir Construction 1 schon mal erforschen. Und für Construction 1 braucht er Standardenergiezellen, Säge hat er und Steinemacher. Ja, sehr gut. Dann müsst ihr das hinhauen. Was brauchen wir noch? Wir brauchen aber noch mehr. Wir brauchen nämlich auch den Boatyard. Da brauchen wir Boat Building. Das ist auch noch wichtig. Kann ich hier eigentlich... Kann ich wahrscheinlich... Technologie not research. Okay, der lässt mich wirklich erst bauen. Ist nicht übermisst, wo man hier diese Grundlagen schon mal setzen kann. Wie viele Schafe sind das hier nochmal? Wenn ich hier den Weg hier kürze, hätte ich hier nochmal zwei Felder. Ne, wir lassen das jetzt so. Das passt, ist egal. Jetzt wird hier nochmal gefischt, da kommen nochmal Fischi zusammen. Und ich hoffe, ich glaube, wir müssen ja drüben dann noch eins hinbauen. Komm, wir können ja schon mal den Watchtower hier vorne hinbauen. Zack. So müsste das reichen. So müsste es reichen. So, jetzt müssen wir eigentlich auf die Forschung warten. Das ist eigentlich unser Hauptthema. Wie viel geht ein Vierfach geht? Energiezellen Zellen fehlen. Wie viel baut er denn? Er hat jetzt 6,3 und 7 bräuchten wir. Ich kann mir noch ein Hütchen bauen. So, dann wird hier der Watchtower fertig. Jetzt kommt der dicke Watchtower-Roboter. Sehr gut. Dann haben wir den Bereich nämlich, wo wir was bauen können. Hier, weil ich glaube, wir kriegen nicht den Hafen und the Boatyard hier beide an die gleiche Stelle. Dann können wir aber hier vielleicht noch einen Fischer, um den Essensmangel so ein bisschen auszugleichen. Aber können wir den nicht flippen? Nee, das langt nämlich nicht. Aha, das hätte ich vielleicht vorher mal machen sollen. Ich Profi. Egal. So, und dann hier noch einen Weg. Holz haben wir unendlich. Steine haben wir begrenzt, wobei hier hinten noch ein Stein vorkommen ist. Also wir könnten auch dann zum Beispiel hier den Weg frei holzen. Und da nach oben gehen. Da müssen wir aber hier erstmal frei machen. Da können wir ihm mal sagen, dass er hier keine Bäume pflanzen soll. Nein, Sawmill. Entschuldigung, wo ist denn der Auf... Der Aufforster. Wo ist denn der Aufforster? Hä? Da. Du baust hier nicht ab. Du baust hier oben auf und da. Und dann sage ich dem Holzer,
Du baust hier erstmal ab, dass wir nämlich hier durchkommen mit einem schönen Weg. Bis hier hoch. Dann können wir nämlich hier, ups, war nichts richtig. Dann können wir hier oben einen Watchtower hinbauen. Dann kommen wir nämlich hier an den Stein. Sehr gut. So, was haben wir jetzt an Fleisch? Wie sieht das mit der Produktion aus? 7,9 produzieren wir an Fleisch und 7. Weißt du was, da können wir doch noch eine Hütte hinbauen, oder nicht? Energiezellen werden wir nämlich brauchen. Weil 8 haben wir ja pro hier mit den zwei Feldern normalerweise. Jetzt sind wir auf 7,9, das ist ja fast das Komplette, das ist schon gut. So, wie sieht es denn aus mit der Forschung? Oh, sind wir schon durch. Construction haben wir schon. So, warte mal, dann Transportation, Boat Building. Sehr gut. So, dann können wir ja schon mal gucken. Den Hafen können wir schon mal bauen, der ist ziemlich klein. Wir den hier hin. Und der Harbor hier unten. Ich glaube, hier haben wir genügend Platz. Ja, dann bauen wir den hier oben hin. Und da teilen wir das so ein bisschen. Dann können die da schon mal losbasteln. Was brauchen die dafür? Stein und Planken. Ja, das kriegen wir ja beides, wa? Und Boatbuilding sind wir ja gerade im Erforschen. Dann kommen wir da ganz gut hin. Mit dem Hafen können wir zwar nichts anfangen ohne Boot, aber dann ist das schon mal gebaut und die Planken und alles sind auch schon reingetackert. Sehr gut. So, dann können wir doch hier The Boatyard bauen. So ist das hübsch. Eventuell sogar hier unten durchverbinden, wa? Gibt mir so ein Doppel. Ah, nicht ganz. So. Bevor es dann mal zu einer Engstelle kommt. So, ich gehe mal vom Speed auch wieder runter, sonst ist das hier so wuselig. So, wir bauen ein Boot. Wir bauen eine Clipper. Da brauchen wir ganz viele Planken. Zum Glück haben wir ja ein paar. Und der sägt da oben fleißig und Holz kommt ja auch noch nach. Und da ist das schon mal ganz gut. Ja, das sieht gut aus. Dann bauen wir nämlich unser erstes Schiff. Und dann können wir auf Expedition gehen. Da müssen wir ein bisschen Sachen da drauf laden. Und dann können wir andere Länder entdecken. Wenn wir hier nämlich mal die Map aufmachen, dann sehen wir, dass hier nördlich und südöstlich von uns noch zwei Inseln sind, auf denen wir wieder Material kriegen. Und unser Ziel ist es ja, für dieses Mal ein Monument zu bauen. Ein... Moment, ist der Hafen? Ein Medium, oder? Was sagt der hier in... Ja, ein Medium-Monument. Und das Medium-Monument braucht nämlich Eisen, Planken und Bricks. Die werden aus Lehm hergestellt. Und Lehm finden wir auf einer der anderen Inseln. Und dann können wir das dann, ja, zusammenbasteln. Aber erstmal müssen wir hier forschen. Und dazu muss dieses Schiff fertig werden. Das sind immer so kleine Längen hier in dem Spiel, deswegen drehe ich das jetzt einfach mal nach oben. Gleich haben wir es geschafft.
Ah, sägt da oben sich einen Ast. Ja, muss ganz schön schaffen. Oh, der Weg hier nach hier oben ist frei. Das ist gut, das werden wir nämlich brauchen. Dann kann ich hier schon mal eine Straße hochziehen. Beziehungsweise, doch, gehen wir jetzt bis hier hoch. Gehen wir hier zwischen den Bäumen durch. Dann können wir nämlich hier einen Tower noch bauen. Haben wir da noch Holz? Da haben wir noch Holz. Holz hat er genügend, nur den Rest nicht, weil wir werden sonst hier in die Bredouille kommen. Ja, da hat er den kompletten Bereich. So, dann kann er mich da Balken hochbringen. So, wir haben unser Boot gebaut. Und jetzt können wir die hier zu dem Hafen. Moment, Enchanted Expedition. Also wir müssen erstmal. Storage. Hier müssen wir, glaube ich, die Expedition vorbereiten, oder? Wir machen hier mal Pause. Genau, Collect Resources. So, genau, wir müssen jetzt erstmal die Steine und die Planken besorgen, damit wir dieses Schiff diesem Hafen zuweisen können. Wo sind wir denn auf Vierfach-Speed? Kommt, zwei verlangt auch, oder? Dann können wir nämlich schon ein bisschen scouten hier. Kommen wir mal ein bisschen schneller. So, noch einmal Planken. Sehr gut, jetzt gehen wir hier mal auf Einfach-Speed. So, jetzt können wir dieses Boot hier dem Hafen zuweisen. Jetzt fährt sie mich hier hoch, lädt die Ressourcen ein und dann können wir das schicken zu den anderen Inseln schicken. Muss schon mal gucken, wo ist denn hier Norden? Der Hafen ist Norden, da ist Norden, okay. Und wir gehen hier erstmal nach Norden zu den anderen und werden ein bisschen was erforschen. So. Der Nebel des Krieges, wie man so schön nennt. The Fog of War. Wird aufgedeckt. Und hier könnten wir. Ich glaube, das war ja auch so. Dann gehen wir hier an Land, würde ich sagen. Jetzt weiß ich aber nicht mehr genau. Wir fahren hier einmal rum. Was hier zu entdecken ist. Wir brauchen sowieso noch ein zweites Schiff. Komm, wir gehen hier an Land. Ist auch egal. Das entdecken wir jetzt einfach. So, jetzt bauen wir hier nämlich einen Hafen. Wir klicken das Ding hier an. Build a Harbor. Und den bauen wir hier so in die Ecke. Und dann bauen die kleinen Roboter nämlich hier einen kleinen Hafen auf. So, mit dem Schiff können wir jetzt eigentlich noch ein bisschen scouten. Ah, der hat schon seine Route. Ne, brauchen wir nicht mehr scouten. Das passt schon. So, warte mal, den Workshop. Da brauchen wir eigentlich nichts mehr, oder? Doch, Mining und so ein Kram können wir erforschen. Wo ist denn unser Workshop? Da. Cobblestone Roads. Haben wir ziemlich wenig Mining. Das brauchen wir auf jeden Fall. Dann fangen wir hier mal mit an. Und was braucht er dafür? Planken. Ja, dann geht das. Dann kann er das in der Zeit schon mal machen. So, hier ist jetzt eine Handelsroute. Und der, wenn hier oben Material benötigt wird, fordert das automatisch von der alten Basis an. Und ich guck mal ganz kurz. Da bauen wir den so. Hier nämlich der erste Turm gebaut. Jetzt kommen hier die kleinen Bauroboter raus. Sie haben nicht in einem Hafen haben sie einen kleinen Replikator, wo sie sich praktisch die Bots bauen, die benötigt werden. Und das Material, was benötigt wird, wird jetzt hier schon hingeschafft. Also sie bringen jetzt schon hier ihr Holz und so weiter hin, um drüben diesen Tower zu bauen und lagern das hier im Hafen ein. Und dann kommt gleich das Schiff auf der Handelsroute, fährt hier runter und holt sich das Material ab, um hier oben dann die Sachen aufzubauen, die da oben angefordert sind. Küt. Da wird schön beladen. Und der fährt nach einer gewissen Zeit los und bringt halt die Materialien dann dorthin, um hier dann das Land zu erweitern.
Hier ist jetzt noch nichts Besonderes. Jetzt müssen wir uns gleich hier ins Landesinnere bauen. Das können wir mal mit Straßen und weiteren Türmen machen. Jetzt holen sie sich das Holz raus. Oh. Das hat aber gerade noch so gelangt. Da hat ihm gerade noch die Blanke vom Schiffsdeck geklaut. Jetzt baut er hier nämlich den Turm auf. Hat der so viel? Oh ja, 8. Wieso sind wir eigentlich im Minus mit Wasser? Schafft er das nicht, hier oben das Wasser so schnell hinzubringen? Oder was ist da los? Weil das ist doch eine unendliche Quelle. Ich sehe ja gar nicht hier, ne? Gut, er schafft 4 am Tag. Man könnte sagen, dass man irgendwo noch einen Brunnen hinsetzt. Eventuell hier oben? Wie viel nimmt der Brunnen ein? Kann man überhaupt einen Brunnen da oben hinsetzen? Oh, der geht auch nur auf grün. Das ist ja... ein bisschen blöd. So. Ups. Knöpfchen gedrückt. So, jetzt haben wir hier unseren Tower fertig. Jetzt können wir uns praktisch hier ins Hinterland reinziehen. So. Und dann können wir hier unseren nächsten Tower reinbauen. Um dann hier Eisen zu entdecken. Und hier hinten gibt es, glaube ich, auch noch Lehm in der Ecke. Wenn ich mich nicht täusche. Hat er gesagt, Kohle und Iron Ore. Werden wir jetzt gleich sehen. Die werden jetzt wieder Material anfordern und. Ihr seht schon, es erweitert sich wieder. Na, jetzt. Mining Speed. Schneller bauen, schneller transportieren. Jetzt brauchen wir halt eine Menge Stein und das wird eigentlich knapp. Science. Increase the research speed by 10% für 20 Stein. Puh. Construction Speed. Brauchen wir eigentlich nicht, weil wir das Material brauchen. Komm, wir machen jetzt Mining Speed erstmal. Der ist hier bald fertig. Dann müssen wir hier oben durch eine zweite Mine bauen. Oder hier. Hier haben wir ja schon den Bereich. Das heißt, wir können eigentlich... Warte mal, kleiner Holzfäller, wo bist du denn? Bist du der? Ne, du bist der Holzfäller, ne? Du baust jetzt mal... das hier so ab. So, was braucht er denn? Er kriegt hier Stein rein. Haben wir noch 10? 10 von 33, kann das sein, nochmal, wenn er einen wegnimmt. Na komm, baue er ab. 10 von 32, okay. Das hintere, die hintere Zahl ist der Teil, der übrig bleibt. Können wir hier oben noch eine hinbauen? Genau, jetzt müsste es doch eigentlich gehen, dass wir hier noch eine Oberflächenmine bauen. Surface Mine. Oh nein, das passt nicht hier rein. Jetzt müssen wir erstmal warten. Wir bauen die so hin, der geht ja eh da hoch, ne? Komm, passt das so. Bauen wir da hin. Das ist egal, der kann ja bis da hochfahren, das ist für den kein Problem. So, Watchtower ist completed. Wunderbar. Gut, dann weiter ins Hinterland. Okay, das ist ja schon Anschlag. Und ich würde sagen, den nächsten Watchtower hier. Hinten haben wir übrigens auch nochmal Eisen, sehe ich gerade. So. Wir müssen uns erstmal ein bisschen erweitern. Dann haben wir hier nämlich Eisen. Hier ist nochmal Eisen. Und hier hinten ist, glaube ich, der Lehm, wenn ich mich nicht täusche. Müssen wir dann noch abbauen. Müssen wir noch Holz transportieren. Und dann werden auch irgendwann Lager wichtig, mit denen wir dann Sachen einlagern, zwischenlagern. Ihr Lieben, wir sind aber schon wieder am Ende einer Folge. Es geht schneller als gedacht. Die Bootsfahrt ist soweit ins Leben gerufen worden. Bis zur nächsten Folge von The Colonists. Mach's gut, bis dahin. Tschüss.